Ich versuche es jetzt mal mit dem iPad und der Kamera. Nachdem ich irgendwie jetzt zweimal jeweils herzlich willkommen überhaupt erstmal ein drittes Mal zu diesem Video, von dem ich jetzt hoffe, dass ich es auch aufnehmen kann. Ich habe jetzt schon, das ist das dritte Mal, ich habe eben schon zweimal jeweils eine halbe Stunde erzählt und immer kurz bevor ich fertig war, geht die Kamera aus. Und hat nur 4,5 Minuten gespeichert. So. Scheißen drauf, ne? Nehmen wir uns eine andere Kamera und gucken, wie damit funktioniert. Ätzend. So. Habe ich das auch mal wieder rausgelassen und bearbeitet und fange einfach mal von vorne an zu erzählen, wie es mir so geht an Tag 14 meines Experiments. Zieh den Kopf aus der Bremen-Waschmaschine raus. Ne, wie der Kerwan immer so schön sagt, so, wir müssen nicht aus dem System raus. Das System muss aus uns raus. Wir müssen uns am besten von diesen ganzen Dingen mit ihren Klauen befreien. Und diese Dinge mit ihren Klauen, das sind vor allen Dingen Nachrichten und alles, alle ganzen Blödsinn, den wir so über diesen hollywoodistischen Mainstream in unsere Köpfe reingefüttert bekommen. Boah, und ich kann jetzt so krass den Unterschied sehen. Nicht mal 2 Wochen Detox-Pause, sondern nur mit dem... Es ist vorbei. Ich werde mir da gar nicht erst wieder mit anfangen, mir diesen Blödsinn reinzuziehen, der die Welt da draußen zu der Welt da draußen macht. Ja, das ist ja im Prinzip auch nur, weil sich die Leute darauf geeinigt haben, dass das so ist, wie es im Fernsehen ist. Ich saß eben schon mal so da. Alter, kannst du eigentlich keinem erzählen. Kannst keinem erzählen, ohne dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Ich sage hier aber nichts, um jemanden anzugreifen. Ne? Das alles hier mache ich immer noch, auch um es für mich zu dokumentieren und andere zu inspirieren. Aber es ist krass, wie viel Raum auf einmal frei wird, wenn man den Kopf wieder frei hat, den man dann mit anderen Dingen füttern kann und dann automatisch auch in andere Aktionen gerät und so automatisch logischerweise ein anderes Leben lebt. Ja, und das ist noch nie jemandem gelungen, da mit anzufangen und direkt irgendwie quasi schon dabei zu sein, als hätte er nie was anderes gemacht. Das sind Lernprozesse. Das dauert immer ein bisschen. Man muss vor allen Dingen, wenn man aussteigt und sich da gerade erstmal seinen Arsch rettet, also in den ganzen seinen ganzen Bedarf mal einfach auf Minimum runterschraubt, überhaupt das mal fährt, was es bedeutet, unbedarft zu sein, ohne ständig einen nötigenden Gedanken im Hinterkopf, der mich dazu bringt, irgendwelche Dinge zu tun, die ich eigentlich gar nicht tun würde, wenn das nicht so wäre. Ja, es gibt jetzt so einige Sachen, die werde ich, statt sie jetzt ins Video zu packen, weil ich das jetzt auch, glaube ich, relativ kurz halten werde, heute Abend einfach in den Livestream packen, wo ich auf YouTube heute Abend noch einen kleinen Livestream machen werde. Vielleicht ist der Kevin dabei, vielleicht jemand anders dabei. Also ich werde die Möglichkeit haben, hier auch dann Telegram-Anrufe zu empfangen. Wenn ihr also möchtet, könnt ihr euch mit einklinken. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer sehr über Teilnahme über den Chat. Wenn ihr da eure Gedanken oder Fragen teilt oder sonst was. Also dafür ist der Livestream da. Und ja, werde da einige von den Dingen dann nochmal erzählen, die ich eben schon zweimal in die Kamera erzählt habe, was auch eine halbe Stunde gedauert hat. Und hier wollte ich einfach gerade mal kurz einen Tagebucheintrag auch eigentlich nur machen. Deswegen, dass jetzt gar nicht so doof ist, dass die 2 Aufnahmen für den Arsch waren. Eigentlich ist es so besser. Na, jetzt haben wir hier ein kurzes paar Minuten Video, in dem ich einfach nochmal für mich klarstellen kann,
wie dankbar ich dafür bin, dass ich diesen Schritt gegangen bin und gesagt habe, so, hier kommt jetzt einfach nichts mehr rein von dem ganzen Scheiß, den die Gesellschaft zur Gesellschaft macht. Und wie sektenähnlich das da eigentlich abgeht. Ja, jede Sekte baut auf ihrem Dogma. Das ist bei einer Nation nicht anders. Ne, und dann wird halt damit gearbeitet, die Leute unter Stress zu setzen und sie beschäftigt zu halten, ihnen die Möglichkeit zum Reflektieren zu nehmen, indem man einfach die Zeit dafür nimmt. Wenn man die ganze Zeit mit anderen Sachen beschäftigt hält, dann bleibt halt keine Zeit mehr zum Reflektieren. Dann kommt man irgendwann nicht mehr dazu, über Dinge nachzudenken, die man tut. Man tut sie einfach. Und das finde ich sehr verhängnisvoll. Und es ist halt eben auch so, dass bei den Medien, bei den Sekten, das halt eben dann auch so ist, dass man da dann halt eben immer das Empfinden hat von, wir sind die Guten und die anderen sind die Bösen. Und die sind nicht nur böse, die sind gefährlich. Die muss man am besten bekämpfen oder überzeugen, uns beizutreten. Ne, das Christentum hat sich komplett darüber aufgebaut. Alles einfach abzuschlachten, was sich nicht konvertieren ließ. Ja. Und heute ist das halt so, dass ich von all dem ganzen Scheiß nichts mehr wissen will. Ja, es ist so wohltuend, 2 Wochen meinen Kopf da raus zu haben, diese Dinge aus meinem Kopf zu haben, 2 Wochen kein Politikergesicht gesehen zu haben, kein Statement, irgendwie gestern was mitbekommen habe, wo ich auch gesagt habe, ich will es nicht wissen. I don't want to know. It's none of my business. Es ist mir egal. Es ist nicht Teil meiner Welt, nicht Teil meines gesellschaftlichen Konstrukts. Ich bewege mich in einer völlig anderen Gesellschaft, einer Parallelgesellschaft, die anderes zu tun hat, als einfach nur sich diktieren zu lassen, was sie dürfen und was nicht. Und dann bis hin zu dem Wahnsinn, der da draußen gerade abgeht, von dem ich zum Glück überhaupt nichts mehr mitbekomme. Ich habe heute irgendwie mitbekommen, irgendwie gibt es jetzt wohl eine 4. Welle. Kann ich nur so drüber lachen, ne? Das sind eure Ängste. Das ist die 4. Welle eurer Angst. Nichts weiter. Und die teile ich nicht. Und da bin ich ganz happy drüber. Und ich will mich auch nicht vom Gegenteil überzeugen lassen, weil dann würde ich diese Angst ja wieder teilen. Das würde mir selber persönlich nicht gut tun. Das würde mich Energie kosten. Und das aus Angst vor einer Krankheit. Also es ist schon eine Folgeangst. Ich will die nicht. Ich brauche die auch nicht. Ich habe in den letzten 17 Jahren alles getan. Weil ich wusste, es wird irgendwann kommen, dass es eng wird. Und dass der Zeitpunkt abzuspringen kommen wird. Und da ich nun mal einer bin, der ungerne bis auf den letzten Drücker wartet, weil dann immer alles sehr in Hektik und Stress ausartet, gehe ich lieber in Ruhe schon vorher. Ich habe ja nichts Besseres zu tun, da mir kein anderer irgendwas anderes diktieren kann, weil ich einfach nun mal eben ein Autoritätsproblem habe und echt ein massives Problem mit blindem Gehorsam. Kriegst du mich halt einfach schlecht dazu, diesen Schwachsinn mitzuspielen. Und dadurch habe ich halt eben die Möglichkeit, ein anderes Spiel zu spielen und meine Zeit anders zu verbringen. Und andere Sachen zu erleben und folglich auch ein ganz anderes Empfinden von allem zu haben. Eine völlig andere Wahrnehmung also, die auf Dingen basiert, die ihr euch nicht vorstellen könnt. Wie zum Beispiel der Annahme, ich kann nicht ausschließen, dass das heute mein letzter Tag ist. Ich habe so viele Leute erlebt in den letzten 10, 15 Jahren, oder die plötzlich gegangen sind. Wo am Tag davor noch kein Schwein damit gerechnet hätte, dass das der letzte Tag ist. Wie oft ist der Tod plötzlich gekommen und durch völlig andere Sachen, als man gedacht hätte. Unfälle, bla bla bla, irgendwas. Ein Freund von mir ist tot, der war 3-fach geimpft. Entschuldigung, ich weiß ja, er ist einfach woanders. Er ist beim Tito. Tut mir leid für alle Hinterbliebenen oder so, aber kommt vom Impftermin, vom 3.
und stirbt an einem Autounfall. Das ist für mich tatsächlich ein gewisser Humor. Ja. Im Rahmen all dessen, was da draußen alle gerade passiert, ist das für mich genau das, worauf ich hinaus will, wenn ich sage, ich weiß, ich muss sowieso sterben. Ich muss sterben. Und ich habe da kein Problem mit und ich verdränge das nicht. Und das ist für mich auch kein komisches, dummes Argument. Das ist das Argument, das mir mein Leben gerettet hat. Die Erkenntnis irgendwann, dass es sein könnte, dass das heute mein letzter Tag ist. Ey. Und nur wenn die Eventualität besteht, dann will ich verflucht sein, wenn ich mir diesen letzten, eventuell letzten Tag nehmen lasse und von jemand anderem diktieren lasse. Was letztendlich dazu geführt hat, ich weiß das jetzt so seit 17 Jahren, dass ich automatisch in der Folge, wie viel sind jetzt 17 mal 365, könnt ihr euch selber ausrechnen, aber so viele Tage habe ich auf meinem Konto, die ich gelebt habe, als sei es mein letzter. Das ist für mich nicht nur irgendwie so ein Spruch. Das habe ich permanent vor Augen. Seit ich Castaneda gelesen habe, ist hier die ganze Zeit mein Tod hinter mir, der mich betrachtet bei meinem letzten Tanz. Der mir seitdem um einiges wertvoller ist, weil ich auf einmal merke, hey, das ist ein heiliger Akt, das Leben. Und ich möchte nicht irgendwann sterben und denken, wenn ich sterbe, ist es bereits mittlerweile nicht mehr anders möglich, als dass er geil, Alter, du hast auf jeden Fall noch das Maximum rausgeholt. Ich habe nichts zu bereuen. Ich habe getan, was ich tun wollte. Natürlich sind noch ein paar Sachen offen, wie eine Weltreise oder so, aber das ist alles nicht mehr so wichtig. Nichts ist mir wichtig, bis auf das, was jetzt in diesem Moment passiert. Jetzt, in diesem Moment, diese Worte auszusprechen. Ich mache das aus guten Gründen. Ich weiß, was ich davon habe. Und das muss kein anderer verstehen. Das ist überhaupt das Geile. Mich muss überhaupt keiner verstehen. Mir reicht, wenn ich mich verstehe. Freue mich über jeden, der das auch kann, aber hey, habe auch oft genug erlebt, dass Leute mich lange verstanden haben, dann auf einmal nicht mehr und dann war ich auf einmal wieder der Doof. Das ist okay mit mir. Da kann ich mit leben. Das ist der Punkt. Ich kann mit so wahnsinnig vielem leben, vor allen Dingen mit meinem Tod. Und das hat mein Leben geändert. Das war eine innere Einstellung. Da brauchte ich nichts im Außen für. Ich war eine innere Erkenntnis und die Änderung einer Einstellung, die mir seitdem ein völlig anderes Leben ermöglicht hat. Vor allen Dingen ein sehr angstfreies. Weswegen ich nicht kompatibel bin mit diesem komischen Spiel da. Weil diese Angst bei mir einfach nicht greift. Ich kann keine Angst vor Corona haben. Sorry, weil ich da zu viele Sachen über mich selber weiß, wo ich einfach weiß, ey, das ist keine Bedrohung, Entschuldigung. Nicht für mich. Und es ist okay mit mir, wenn sich die impfen lassen, die das für eine Bedrohung für sich halten. Aber dann macht's doch bitte einfach unter euch aus. Und nötigt nicht ständig andere Leute wie Sekten, Mitglieder, die andere Leute ihren Scheiß aufdrücken müssen, wie das Christentum oder wie der Islam. Dieser Missionierungswahn, immer alle auf meine Seite holen, so entweder bist du auf meiner Seite oder du bist ein Feind. Was ist, wo habt ihr das her? Auch sehr wichtige Frage. Woher habe ich diesen ganzen Scheiß in meinem Kopf, auf dem aufbauend noch viel mehr Scheiß in meinem Kopf passieren kann? Woher? Ich habe es rausgefunden. Ich beschäftige mich ja. Ich forsche 17 Jahre lang an diesem Zeug. Und es ist vor allen Dingen, kommt das jeden Tag täglich über diese Maschinerie, die dafür nichts anderes da ist, um genau das zu bringen. Teile und herrsche. Den Rest erzähle ich nachher im Livestream. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich das hier hochgeladen bekomme. Tschüss mit F. Macht's gut. Wir sehen uns. Und wenn nicht, oh, okay. Ach so, nicht. Das muss ich hier mit der Hand und nicht mit der Maus bedienen. Alles sehr verwirrend.
Alles total verwirrend.